Ja. Kampfbeteil zum Einschalten. Morgen. Heute steht Kehlsteinhaus zweiter Versuch auf dem Programm. Im Moment warten wir erstmal den Regenschauer ab. Wir sind guter Dinge, dass es bald aufhört und dass wir dann starten können. Danach, ja, eigentlich soll es schon schön werden, oder? Sonnig? Ja, naja, jetzt warten wir es mal ab, weil wir wollen natürlich dann, wenn wir schon hochfahren, oben auch eine schöne Sicht haben. Im Moment müssen wir jetzt erstmal hier sitzen, zum Glück im Trockenen, und warten den Regenschauer ab. Und wir geben dann Bescheid, wenn es losgeht. Zwei Stunden später sind wir jetzt endlich unterwegs. Sind dann noch zwei weitere Regenschauer durchgezogen. Nach dem letzten kleinen Regenschauer ist dann direkt die Sonne rausgekommen und es ist auch gleich schon wieder richtig warm. Ja, jetzt fahren wir also unseren wohlbekannten Weg hier an der Ache entlang bis Berchtesgaden, dann hoch Richtung Rossfeld-Höhenstraße und zum Kehlsteinhaus. Hier waren wir schon mal. Dann sind wir da weitergefahren. 23% Lauf und dann wieder runter. Da müssen wir dann wieder Lauf fahren. Jetzt fahren wir gleich hier weiter. Der südliche Einstieg in die Rossfeldstraße, darauf weiter die Salzbergstraße Richtung, der kommt schon gleich dann jetzt, der Parkplatz. Ja. Und dann fahren wir die Mautstraße, und dann Rossfeld, Hochfeldstraße und dann in Oberbrand, oder? Geht's da irgendwas weg? Mit Boden. Ofen was? Ofener Boden. Da geht dann der Radweg los zum Kehlsteinhaus. Okay, also jetzt erstmal nochmal steile Rampe hoch und dann schauen wir weiter. So, hier haben wir jetzt den Einstieg in die Rossfeldstraße, Rossfeld-Panoramastraße. Darauf genau bei der Klaushöhe. Okay, da kommt jetzt dann gleich die Maut. Hier muss ich sowieso mal irgendwie schalten. Also gehen wir vorrat. Fahrer, komm mal schon runter. Sind wir hier also bei Ofenboden und da muss es dann die zweite rechts gehen. Was haben wir hier? Ich glaube 1200. Okay, schauen wir mal. Da müsste jetzt auch irgendwie ein Weg reingehen, der es aber nicht ist. Wahrscheinlicher Wanderweg. Ja genau, das ist der Wanderweg. Ah, 1150. Und jetzt ein kleines Stück weiter müsste unser Weg kommen. Betreten verboten. Also da vorne irgendwo müsste jetzt unser Weg kommen. So,
Genau, schau mal, der MTB 8. Da steht es ja dran. Achso, das heißt sogar auch eine Kehlsteinrunde. Dann fahren wir die 8 da runter. Weil vorhin ist er da reingegangen wieder. Wo ist er reingegangen? Ja, da wo 8 war, wo ich vorhin gewartet habe. Achso. Da geht es dann weiter. So. Ja, gut. Nur für Radfahrer. Oder? Ja. So, also das ist ein ganz passabler Weg. Lässt sie ganz gut fahren. Irgendwann kommt ja dann diese alte Militärstraße. Lassen wir uns mal überraschen, wie die wird. Bis jetzt ist es also ein guter Waldweg. Das ist jetzt also diese besagte alte Militärstraße. Man sieht hier vielleicht ein bisschen, wie sie jetzt im Zickzack nach oben geht. Ja, ist nicht so einfach, das hier gerade zu halten. Gut, genau, deswegen packe ich jetzt auch die Kamera wieder ein, um mich hier aufs Fahren zu konzentrieren. Ansatzweise so anstrengend wie das Nebelhorn. Untersberg und Salzburg. Also irgendeiner hat ja erzählt, dass man den Platz gar nicht betreten darf mit Fahrrad. Aber die haben sogar einen Fahrradständer hingestellt, also kann es so wild nicht sein. Genau, so jetzt schauen wir mal. Also ich habe jetzt noch Restakku 42%. Losgefahren bin ich mit 85%. Der sagt jetzt 1146 Anstieg. Und gestern waren es 670 ungefähr. Also das heißt, wir sind jetzt bei 1800 gefahren in Höhenmeter. Und ich habe nur 42%. Kann sich sehen lassen, oder? Bin zufrieden. Und du? Wie hast du noch? 38. Wie viel? 38. 38. Gut. Ein paar Wölkchen da unten. Also wir stellen jetzt mal die Fahrräder hier ab und dann gehen wir zu Fuß weiter. Es verschwindet mir im Tunnel. Hä? Das verschwindet mir im Tunnel. Ja. Du musst das dann verschwinden. In der Tasche hin. Ja.
haben ja eigentlich vorgehabt, hinauf zu wandern. Und jetzt hat uns das gerade einfach interessiert, was das kostet mit dem Aufzug. Und dann hat er gesagt, nee, für euch nichts, ihr seid mit dem Rad hochgefahren, kostet nichts für euch. Super. Also, fahren wir jetzt mit dem Aufzug auf. Ich weiß nicht, ob man dann auch so eine Sondergenehmigung kriegt, keine Ahnung. Also das ist doch mal was, oder? Mit sowas hätte man nicht gerechnet. Da darf man kostenlos aufs Klo gehen. Ja, das ist richtig günstig. Kostenlos Aufzug fahren. Also 124 Meter hat es geheißen Tunnel und dann 124 Meter Aufzug. Das machen wir jetzt. Und dann stehen wir oben im Nebel. Vielleicht ist ja da der Nebel weg weiter oben. Ja, das kann sein. So, geht's hin? Das ist ja Wahnsinn hier. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen hier vom Massentourismus weg. Ach da, schau, da können wir nun aufgehen. Aber da ist wärmer. Oder weil es da drin so kalt war. Also die Aussicht ist grandios. Oh, schön. Wir sind über die Wolken oder mitten in die Wolken. Auf dem Adlerhorst. Ja. Und wir sehen nichts. Mhm. Ja, das haben wir jetzt blöd erwischt. Was machen wir? Laufen wir da jetzt noch auf den Gipfel? Ja. Gehen wir da noch auf und schauen mal. Wenn wir auch nicht mehr sehen. Das ist ja jetzt schon schade. Aber ist halt so. Wo fliegt denn der Paraglider hin? Der weiß doch gar nicht, wo ein Berg ist. Nee. Das wäre jetzt ja, aber was, sag mal, das muss doch der Königssee sein. Ja, Falk, das ist der Königssee, ja. Ah, gerade nur erwischt, jetzt kommen da die Wolken so hoch. Da, das ist der Hafen. Ist schon klar. Der Campingplatz nebendran. Ja. Ja, und zack, weg im Nebel verschwunden. Aber vielleicht ziehen die Wolken auch hoch und es wird wieder, dahinter sieht man noch ein bisschen. Mhm. Man muss der Watzmann, ist irgendwo ja, dahinter. Da schön, der Watzmann. Aha. Also weg ist er, der Königssee, gerade war er noch da. Schauen wir halt mal, wollen wir schon was sehen mit dem Weiten? Ja, da können wir schon mit der Höhe. Da war links Sterne. Jetzt sehen wir ein bisschen was. Also, ich meinte, das Gipfelkreuz wollte ich ja drauf haben. Ja, aber mit Berg. Ja. Ja. Gut, jetzt müssen wir einmal dahinter schauen, weil vielleicht sieht man gerade was. Mhm. Da sieht man den kleinen Watzmann. Ja, jetzt kommt er raus, der Watzmann und sagt, die Wolken ziehen hoch vom Tal. Gut, dann schauen wir mal dann runter. Ah, da kann man rein. Das kannst du ja mit deiner Kamera jetzt machen.
Rundweg, 1,25 Stunde, Hoher Göll, 4 Stunden. Und da ist der Aussichtspunkt. Da gehen wir halt mal zum Aussichtspunkt. Da geht der Weg. Da laufen welche, da geht der Weg. Da geht's runter, ja. Dann kann man wahrscheinlich über den Grat so, oder? Ja. Das müsste ja sein, der Hohe Göll. Einen Aufzug. Hui, das sieht man nicht. Da fällt man mit fast Fallgeschwindigkeit runter. Ja. Yeah. Läuft für immer noch. Das geht's wieder raus im Tunnel. Hui, da ist kalt, ja. Ui, jetzt ist er verkehrt rum. So, jetzt haben wir Licht am Ende des Tunnels. Licht am Ende des Tunnels. Schauen wir mal, wie das Wetter hier ist. Ich hoffe, da draußen ist es wärmer. Hey, die Fahrräder sind nur da. Okay, die Fahrräder sind nur da und machen keinen Radau. Gut, Kehlsteinhaus haben wir erledigt. Glück gehabt, dass wenigstens ein bisschen aufgerissen hat. Und jetzt stürzen wir uns wieder in die Tiefe. So. Soll ich voraus? Ja. Du suchst immer gute Wege aus.
Nach einer kleinen Irrfahrt haben wir jetzt wieder unseren Radweg, das Schild ist da oben, unseren MTB 8. Den fahren wir jetzt und kommen dann hoffentlich in Berchtesgaden um. Oder? Ja, yeah. Wird schon klappen. Geht auf jeden Fall bergunter. Und was steht da dort? Berchtesgaden 35. Ja. In welchen fahren wir jetzt? Da geht es in Ferienwohnungen, Haus. Wahrscheinlich teilt sich das, dann müssen wir. Ich glaube, wir müssen schon unten fahren. Unten, der obere, der wird dann auch mal weggehen. Ja. Wenn wir dann den Tunnel nicht durchfahren, das ist frei. Da können wir schon fahren. Ja, was will ich? Warte. Nee, ich wollte mich jetzt orientieren. Also ja, da sind wir auf der Straße gefahren. Auf der Straße gefahren. Also, ja, okay. Wir können da schon weiterfahren. Ich zieh mal kurz drauf. Servus. Also, das war doch jetzt der gute Weg, der M8 oder MTB 8. Und das war nämlich die Rodelbahn. Yeah. Und das hat der eine beschrieben gehabt, dass der ist, glaube ich, über die Rodelbahn nachgefahren. Yeah. Das hat er doch in der Beschreibung drin gehabt. Das ist die Winterrodelbahn. Das ist die Winterrodelbahn, da sind wir jetzt runtergefahren. So. Ich habe schon gewundert, weil da nebendran so Pflastersteine war drin waren. Klar, dass das die weil Rodelbahn das ist, so ja. Aufwendig gemacht ist. Jetzt sind wir jetzt in Berchtesgaden, kennen uns wieder aus. Hier waren wir zwar, glaube ich, noch nicht, aber. Doch, waren wir. Sind wir hier auch schon gefahren? Das ist ja direkt neben der Aache. Ah ja, okay. Dann fahren wir jetzt weiter Richtung Bahnhof. Und dann so, jetzt haben wir gerade in Berchtesgaden noch ein bisschen was einkauft, damit es auch noch was zum Essen gibt heute Abend. Können wir mal kurz die Tour zusammenfassen? Will ich was erzählen? Ja, eine chillige Tour. Chillige Tour, ja. Das Wetter hätte ein bisschen, also die Sicht könnte ein bisschen besser sein. Ja. Das Wetter war zwar gut von der Temperatur, aber zwingend hat man bedingt. Gut, dann schauen wir mal, was wir gefahren haben. Ich habe 31. Ja, ich habe jetzt auch 31 Kilometer und 4 sind es ungefähr noch zurück. Ja. Und 1100 irgendwas Höhenmeter, 1122. Ich habe 1226. Irgendwie geht es schwer. Also ich habe 1227 jetzt Anstieg. Durch weniger. Das ist bergauf 1127. Ich habe 100 Meter mehr als du, kann das sein? Stimmt doch was nicht. Mit welchem? Von welchem Gerät? Ja, ich habe nur eins. Sagt der Kiox das nicht, oder? Der Kiox kann das nicht. Ach, der kann das gar nicht. Der kann keine Höhenmeter, der kann Kilometer fahren. Ach so. Ja gut, dann haben wir mal wieder 100 Höhenmeter Abweichung. Egal. Ja,
habe jetzt immer nur 40% vom Akku. Also mit den gestrigen 670, jetzt sind wir bei 1900 Höhenmeter. Ja, ist doch ganz gut. Und heute haben wir jetzt nicht so unbedingt gespart. Wollen wir auch fahren. Ja, die Abfahrt war ganz gut. Bis auf einmal war es nicht so optimal. Dann haben wir nicht mehr gewusst, wo wir sind. Jetzt sind wir in die verkehrte Richtung gefahren. Da werden wir dann nach Hinterbrand kommen. Das hätte schon funktioniert. Über Mittelstation Jena dann wieder runter. Aber wir wollten ja noch in Berchtesgaden einkaufen. Und dann haben wir uns das erspart. Gut, geht wieder drüber. Geht. Ja, fahren wir jetzt also noch die letzten paar Kilometer an der Aache entlang. Also Aache hier. Den Weg sind wir ja jetzt schon etliche Male gefahren. Und dann verabschieden wir uns schon mal. Und ja, 2 Urlaubstage haben wir noch. Also vielleicht kommt noch was. Ich gehe davon aus, dass noch irgendwas kommt. Dass das Wetter nur hält, dass wir noch 2 Tage was machen können. Ja, dann danke fürs Begleiten auf unserer Fahrt zum Kehlsteinhaus. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.